Ja, liebe Leute, die Stelle kennen wir ja. Da habe ich ja die Wacholderbeeren gesucht und diesen Waldgolem gehabt. Aber der Schattenläufer ist ja noch hier. Ich bin ja auf diesen alten verdorrten Baum geklettert, wirklich an die oberste Stelle und werde jetzt den Schattenläufer eliminieren, der natürlich hier wild umherspringt. Ich habe mir dann noch ein bisschen Vorrat an Bolzen gekauft. Mal gucken, wie lange ich brauche, bis der Schattenläufer dann eliminiert ist. Man achte auf diese dramatische neue Musik. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder auf den Bogen umschwenken, weil ich da nämlich keine Bolzen mehr habe. Mal gucken. Ja. Klappt. Also, wie war es da mit der Musik? Musik ist lustig. Ist die neu? Glaube ja, ne? So, noch ein paar Treffer. Haben wir den Schattenläufer dann auch gleich. Jawohl. 250 Erfahrung. Ja, von hier oben aus. Es war gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Gut, bis hierhin ging es. Und dann bin ich einfach hier hoch. Ja, das geht sogar. Man kann hier hochklettern. Das ist eine richtig gute Sache. Also, Leute, die wie mich zum Beispiel, die nicht so viel Rüstung haben. Rohes Fleisch und ein Fell eines Schattenläufers. Ja, was fällt uns auf? Wir können kein Horn ziehen. Da muss ich wahrscheinlich noch lernen. Okay, bis hierhin. Weiter geht's mit Farmen. Mal gucken. Beheben die sich anders? Oh, doch nicht. Ein Schlag. Das ist cool. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich hier alles geräumt habe. Dann gehen wir wahrscheinlich hinten zu den Wölfen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar. So, hier haben wir mal wieder lustigst Wölfe. Na, traut ihr euch denn nicht? Und da sind zu viele. Naja, zwei gehen ja wahrscheinlich. Oh. Warum holt der so blöd aus? Okay, haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Na, der andere. Nicht zu holen. Den hier noch. Oder den da hinten. Richtig, genau. Okay, weiter geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich befinde mich jetzt hier vor Igors Höhle. Und hier geht's ja den Weg rauf, wo wir den Jakob getroffen haben. Schauen wir mal, was wir haben. Oder was wir finden können. Gibt es hier was auf diesem kleinen Plateau? Ich begrüße natürlich auch die neuen Zuschauer und auch alle weiteren mit ihren Kommentaren, für die ich sehr dankbar bin. Ja, dann schauen wir mal, was es hier alles gibt. Gucken wir mal. Weil währenddessen habe ich ja so einige Wölfe und ein paar andere Viecher erlegt. Gucken, was es hier gibt. So, der kann sogar ein Rolling machen. Ein Rolling in die... Da ist einer. Das ist ein Ork-Söldner. Mhm. Bis jetzt nur einer. Dann speichern wir mal lieber ab. Dann schauen wir mal, ob wir den kriegen oder nicht kriegen. Ist die große Frage, ob wir den kriegen. Nachdem wir ein bisschen was gefuttert haben, wenn ich denn überhaupt noch was zu futtern hätte. Beeren, Beeren, Beeren. So, jetzt aber. Ich weiß natürlich wieder nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie dieser Ork-Söldner gerüstet ist. Es scheint mich nicht entdecken zu wollen. So. Jetzt bist du dran! Ja, das bringt nichts. Oh! Oh! Ich konnte ihn mit meinem Zahnstocher hier irgendwie erledigen. Das ist ja lustig. Beschädigter Schild, Weidenbogen, Pfeil.
Weidenbeere und ein Wolfsfell. Ja gut, ein bisschen Gold. Und ein paar Pfeile. Ja, Herr Orksöldner, wo du bist, wird wahrscheinlich noch ein... Oh, da ist ja noch einer. Shit. Jedenfalls stand da noch einer. Ich habe nicht abgespeichert. Sollte ich vielleicht jetzt mal machen. Da stand nämlich noch einer irgendwie rum, der mich noch nicht bemerkt hat. So. Der ist nämlich am Saufen. Hä? Los! Und hau ihn in den Rücken rein. Und nochmal in den Rücken rein. Oh, Mist. Ah, Mist. Shit, da hat er mich im Lauf, hat er mich gekillt. Fast gekillt. Oh, ich bin doch nicht so beschädigt, wie ich dachte. Oh, Äppel. Äppelstroh. Das ist ja toll. Ganz viele Äppel. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Schön. Ob es noch hier einen gibt auf dem Plateau? Nein. Das ist ja lustig hier. Zwei Orksöldnertjes. Und ein paar Äpfel. Das ist gut. Dann habe ich ja ein bisschen was Vitaminhaltiges zu futtern. Das sieht nach Einladung nach Hochklettern aus. Einladung zum Hochklettern oder Niederstürzen. Gut, okay. Nee, wird nicht sein. Also das sieht mir hier eventuell auch so aus. Nein, hier gibt es keinen Vorsprung. Nee, das passt nicht. Das klappt leider nicht. Dann wollen wir wieder runtergehen. Und weiteres Getier eliminieren. Ach, Igor spielt auf seiner Gitarre. Schön. Ich sollte mal hier ein bisschen was essen. Ja, jetzt befinde ich mich hier mitten im Wald bei den Waldscavenger. Die muss ich unbedingt eliminieren, weil die bringen mir Federn. Das ist immer das Gleiche mit den Federn. Wenn ich Pfeile oder Bolzen... Nee, wenn ich Pfeile herstelle, dann fehlen mir natürlich Waldscavengers. Und deswegen... Schauen wir mal. Er ist dann am nächsten. Na? Will mich denn keiner von euch wittern? Doch, er hat es, glaube ich. Der hinterm Baum ist es. Na? Ja. Genau. Und gekillt. Und von Igor wirst du nachher gegrillt. Dürfen auch noch welche sein? Jawohl. Nee. Ah, komm her. Oh, die können noch ganz schön viel Damage machen. So, dann bin ich mal gespannt, ob Äpfel, die ich eben gesammelt habe, noch ein bisschen mehr Vitamine bringen. Wenn ich sie mal mampfe, so ein paar Stück hintereinander. Gucken. Ja, du fühlst dich gesund und hast Stärke plus 1. Ich hab's mir schon fast gedacht. Naja, ansonsten müsste ich mal wieder Fleisch braten. Ah, nehmen wir mal ein Stück Schinken. Speichern. Ja, und ich melde mich wieder, wenn es was Interessantes und Aufregendes gibt. Ja, ich befinde mich jetzt an einer Stelle tiefen schwarzen Wald, wo noch schwarze Wölfe zu finden sind. Die ich nämlich auch noch nicht eliminiert habe. Zwei sind hier, zwei Stück. Ja, da und da. Und ich habe hier einen rettenden Baumstamm, einen alten, abgestorbenen Baumstamm auserkoren. Muss ich leise sein. Ich möchte die ganz gerne. Jawohl. Nee, falsch. Aber es ist dunkel und es ist Mist und es ist Kacke. Jetzt glaube ich natürlich hier drumherum. Oh, nee. Wo ist er denn hin?
Naja. Vielleicht kann ich auch von hier aus treffen. Ja. Oh! Er kommt sogar hier hoch. Er hat mich sogar erwischt gehabt. Dieser wilde Wolfgang. Na. Oh. Abspeichern. Starker schwarzer Wolf. Ich gehe mal kurz in die Ego-Perspektive. Ich versuche ihn ja zu treffen. Wunderbar. Hat geklappt. Gibt noch ein wilder Wolf. Ja, ich glaube, hier werde ich doch mal lieber mit meinem Schwertchen erledigen. Wenn der andere schwarze Wolf nicht. Na los, komm. Mist, hat er mich noch genutzt. Wieso ist denn der jetzt so hartnäckig zu mir? So, wo war denn jetzt der schwarze Wolf? Nicht zu holen. Den haben wir hier, wilder nicht Wolf. Nicht zu holen. Ich war doch noch ein schwarzer Wolf. Da. Okay. Aufpassen. Spannen. Es gibt ja noch einen starken schwarzen Wolf hier. Der ist hier hinten irgendwo. Und da versuche ich mal hier ein bisschen anzulocken. Na. Hier vorne. Und hier sind auch noch welche. Oh, 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 oh. Das wird jetzt echt übel. Wo ist jetzt mein Baumstumpf? Mein Baumstamm, den habe ich jetzt verloren in der Dunkelheit. Das ist natürlich auch schön shit. So, habt ihr mich wenigstens verfolgt? Ja, habt ihr. Starker, schwarzer, großer Wolf. Groß nicht, aber... Komm, triff was. Er trifft mich, weil der Wolf da hängt und kann nicht ankommen. Das ist gut, dass er da hängen bleibt. Okay, jetzt sind wir erstmal safe. Wissen hier, das ist der andere starke schwarze Wolf. Ehrlich. Sehr gut. Jetzt habe ich noch irgendwas mit dem Scavenger gesehen hier. Da ach, ist nicht ich zu ja holen. Schon geplündert im Offline-Modus. Das heißt offline, aber nicht im Aufnahmemodus. Wir wollen ja weiterhin noch ein. Was war das? Das waren diese wilden Bienen, meine Herren, nee. Das war wieder so ein Bee-Punch. Mann, oh Mann, oh Mann. Hat mich das einfach ausgerissen. Ich krieg den Kohl nicht fett. Zwiebeln, ich möchte ein paar Früchte essen. Da will ich noch nichts von essen. Hier haben wir Früchte. Gerade zur Sommerzeit ist das gar nicht mal so schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass mich jetzt auch noch die Bienen umlatzen. Seid ihr schon mal in der Natur von wilden Bienen gestochen worden und dann habt dann so einen Schlag gemacht oder was? Oder wie? Habe ich auch noch nicht erlebt. So, also, das ist der dicke Teil von dem Baumstamm. Und es sind ja noch ein paar Wölfe übrig, die ich jetzt versuche, jetzt so zu. Natzen. Ja, hier müsste einer sein. Wilder Wolf. Ah, Leute. Was war das? Wilde Bienen. Ja, bloß nicht. Ah, zwei wilde Wölfe. Okay. Gut. Welcher ist denn näher? Der hier ist näher. Na los, komm. Ich will nicht so viele Pfeile verschwenden. Na, jetzt kommt er an gleich. Jawohl, er hat mich schon. Gut.
Rauskram. Ja. Jetzt gleich zwei. Links sind auch noch welche gewesen. Ein Schlag und hin ist er. Sehr gut. Ach hier, geschärften Pfeil. Ach ja. Mal wieder nicht den richtigen Pfeil geladen gehabt. Echt irre. So. Wieso kriege ich den nicht? Jetzt kriege ich ihn. Jetzt gehen wir mal weiter scouten. Wilde Bienen, bloß nicht wilde Bienen. Wilde Bienen. Ich glaube, es gibt keine Wölfe mehr. In dem Bereich nur noch die wilden Bienen. Und da hinten brennt ein Lagerfeuer. Gehen wir mal weiter. Das ist das Lagerfeuer von den Jägern Hans und Markus. Und an der Stelle werde ich mal lecker über den Zaun klettern. Eine Runde schlafen. Markus aufwecken. Hans wird wahrscheinlich auch. Verdammt! Ja, ist gut. Was ist los? Ich will in deinem Bett schlafen. Lass mich. Ah, bis Sonnenaufgang. Gut. Ich bin nämlich stark am Überlegen, was ich jetzt mache. Aber den kann man nämlich noch was lernen bei den beiden im Morgengrauen. Und zwar zeigt man, wie man jagt bei Hans. Oder bring mir das Gerben von Fellen bei. Ich habe aber nur 13 Lernpunkte. Zeig mir, wie man jagt. Mir wurde gesagt, ich soll doch mal lernen, Herzen nehmen. Danke für den Kommentar in meiner Folge. Ich werde das mal machen, weil Golems sind ja über... Ein Herz entfernst du dem Tier mit einem gekonnten Schnitt in die Brust. Lohnt sich aber häufig nur bei besonderen Tieren oder magischen Wesen. Ja, das sehe ich... Sorry. Das sehe ich nämlich auch so. Markus... Zeig mir den Umgang mit dem Bogen, zeig mir deine wahre Feuerpfeile, Feuerbolzen herstellen. Aha, 100 Gold und einen Lernpunkt. Sollte ich machen. Zeige mir, wie ich Feuerpfeile und Feuerbolzen herstellen kann. Das ist doch einfach. Binde am Alchemietisch um die Pfeile und Bolzen ein leicht entzündbares Material. Dann brauchst du deine Pfeile und Bolzen nur noch über ein Feuer halten. Fertig. Aha. Und welches soll das leicht entzündbare Material sein? Zeig mir deine Ware. Erstmal gucken, was er so hat. Ich bin ja nicht so ganz so gesegnet mit Bolzen. Hier hat er Feuerpfeile schon mal. 650 an Pfeilen, das ist natürlich viel. Nee, ich werde erstmal selber mal gucken. Soll ich denn Gerben lernen? Was bringt mir das für Vorteile? Wäre cool, wenn mir das jemand sagen könnte. Bin ich noch nicht dahinter gekommen. Ich habe es noch nicht gelernt, aber Gerben lernen 5 Lernpunkte bei dem Stand, den ich jetzt habe. Bei 7 Lernpunkten noch ein bisschen zu früh, finde ich. Sagt einfach mal in den Kommentaren Bescheid. Ich werde mich jetzt mal in die Stadt beamen, um... Ach, der hat alchemietisch gesagt. Naja, gut, okay. Ich muss aber trotzdem hier hin. Weil ich habe ja wieder Scavenger-Federn gezogen, jede Menge. Dann möchte ich ganz gerne Pfeile herstellen. Das eine oder andere bleibt mir ja nicht übrig, oder? Kann ich Bolzen herstellen? Hallo? Ich kann auch gar nicht so auf Bolzen bearbeiten gehen. Also Bolzen bearbeiten. Nee, ich kann nichts mit Bolzen machen. Also Pfeile bearbeiten. So, hier steht 10 Feuerpfeile herstellen. Das heißt also, man braucht einen Schwefel. Nur einen Schwefel. Pfeile schärfen. Was mache ich denn jetzt? Okay, machen wir erstmal 10 Feuerpfeile. Ich glaube, das ist gar nicht mal so unschlecht, wenn man die macht. 10 Pfeile schärfen. Also ich werde das jetzt mal hier ein bisschen schneller machen. Sonst ist das zu lang. Thank you.
So. Bei dem Krach ist noch nicht mal Robert aufgewacht. Jetzt will ich aber mal Folgendes gucken. Und zwar im Inventar. Was denn die... Ich habe mal zur Probe mal Feuerpfeile... hier 10 Feuerpfeile gemacht. 10 Schaden. Einfach nur mal zu gucken, wie viel Schaden die haben. Oh, jetzt wacht der Robert auf. Das sind die normalen, das sind die geschärften Pfeile. Mhm. Ja, okay. Irgendwann mal werde ich dann auch wieder Feuerpfeile machen. Ich wollte nur gucken. Ich wollte auch meinen Schwefelvorrat nicht sofort so richtig aufbrauchen, weil das ja, weil ich ja nicht so viel habe. Jawohl, also, ich muss mich doch noch irgendwie auf die Suche nach der alten Bibliothek machen. Das werde ich jetzt mal tun. Das ist er nicht. Also, die muss natürlich hier auf dem Burgenareal sein. Guten Tag. Also, gucken, da war ich. Das ist Kerker, da geht's rein. Ja, ich meine mich irgendwie erinnern zu können, dass mir jemand gesagt hat, die müsste irgendwo außen liegen. Also nicht hier innerhalb dieser Burg, sondern hinten. Also ist das hier die, müsste das die Bibliothek sein. Aber jetzt den Schlüssel. Und? Komm rein und sehe nicht als nur ein paar schäbige Kartons, hätte ich beinahe gesagt. Kisten, Säcke. Aber hier geht es ja noch hoch. Und vielleicht gibt es hier einen Eingang. Nee, toll. Das ist sie. Hallo? Superklasse. Ich habe einen Schlüssel für die Bibliothek, die auch reichlich gut aussieht. Aber wo gibt es denn hier einen Eingang zu? Hallöchen. Die ist verschlossen. Und zwar ohne Hebel und ohne Schloss. Was ist hier los? Ist hier irgendwo ein Schalter? Auch nicht. Ah, das ist jetzt echt lustig. Habe ich hier irgendwie was vergessen? Geht hier eine Leiter irgendwo hoch? Nein. Ja, ich habe die Bibliothek gefunden, liebe Leute, aber nicht... Also Adam hat mir den Schlüssel gegeben. Ey, der kriegt einen aufs Maul von mir. Das gibt's doch nicht. Komm hier nicht rein. Nee. Wird auch nichts angezeigt hier. Einfach so ein Flavor-Gitter, mehr nicht. Na super, klasse. Das war doch die Stammler-Quest. So, Adam gab mir den Schlüssel zur Burgbibliothek. Mal sehen, ob ich dort fündig werde. Ja, hahaha. Oder gibt es eventuell noch einen anderen Eingang? Das müsste ich mal wissen. Da sieht doch nach Burgbibliothek aus, oder nicht? Da gibt es eine andere. Nee. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu heavy hier an der Stelle. Kurz mal abspeichern. Jo, es ist ja auch keine Tür, es ist ja ein Gitter. Und weiter weiß ich nicht mehr. Fleischwanzenspruch habe ich mal außerhalb mal ausprobiert, geht nicht. So. My better, hallo. So, alles Fleisch braten. Perfektor. Und eine Runde schlafen. An dieser Stelle nehme ich das Let's Play wieder auf, nach ein paar Tagen Pause. Und ich muss mich natürlich auch bedanken auf einen Kommentar, der mir gesagt hat, dass hier ein Schalter ist zur Bibliothek. Habe ich mich überhaupt nicht drauf konzentriert hier in dieser Folge, weil ich denke immer so von wegen, da wird schon was aufblitzen, was weiß es. Und wir werden diesen Schalter natürlich jetzt betätigen und die Bibliothek öffnen und sie betreten. Also nochmal herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich glaube, es war in Vino Veritas, in Wein liegt die Wahrheit und das sehe ich auch so. Und mal gucken, wo hier die Wahrheit versteckt ist. Ja, fangen wir mal hier im Uhrzeigersinn an. Die Chroniken von Tamora 1. Das ist ja klasse. Vielleicht liegt hier oben drauf noch was. Nein, liegt es nicht. Hier ist eine Buchkommode.
Lesen. Verstehe. Bringt mir magisches Wissen. Das ist auch sehr gut. Schauen wir mal, ist noch was hier im Regal? Obendrauf? Nein. Gegenüber liegen ja auch noch ein paar Bücher in Regalen rum. Und ein paar Schriftzeichen. Also wie schon gesagt, ich muss echt besser aufpassen. Also, was das angeht. Das Grab des was? Hallo, Stammlers. Hallöchen. Okay, an der Stelle mal lesen, ne? Also, die Chroniken von Tamora, das war der Band 1, soweit ich weiß. Ja. Am Anfang war das Feuer aber nicht von innen aus unseren Herren, sondern aus den gewaltigen Inneren der Erde und so weiter und so fort. Und wieder mal dagegen geknallt. Dann gibt es einen Zettel vom Stammler. Alles noch ein bisschen durcheinander. Moment mal, der grüne Novitzer, Brief an Eltern, Brief für der Presserbrief, versteckter Beuteanteil. Komm, nächste Lieferung, Ring der Geschwindigkeit. Da! Das Grab des Stammlers, das war also auch ein Buch. Bertholds Grab, nach dem mein Oheim, der einst so hochgeehrte Magier und so weiter und so weiter. Haben wir auch schon mal. Ja, ich mache immer. Oh, elementare Arkanei. Herrgott, sag, kann man hier viel lernen. Wo ist er denn? Ach, hier ist er. Elementare Arkanei. Verstehe. Das gibt magisches Wissen mit ein bisschen Flavortext an der Stelle. Noch irgendwie was? Man weiß es ja nicht. Oh, hier ist wieder so ein richtig schönes Steingemälde. Buchkommode. Gibt wieder magisches Wissen. Nee, Kreise des Wassers. Okay, dann nicht. Und mal gucken, was wir hier alles finden können. Noch nix. Es empfiehlt sich immer auch ein bisschen mit dem Abstand hier vorbeizugehen. Zum Beispiel das magische Erz zu finden. Das Leckerbuch. Wo ist es? Das magische Erz. Hier gleich. Oh, das bringt mir gleich Geld. Ist ja echt lustig. Ja, okay. Ich glaube, das war es hier auch. Falls ich was Feder zum Schreiben. Okay, das ist ein Schreibpult. Kann ich wahrscheinlich nichts schreiben. Natürlich nicht. Man kann auch an Schreibpulten irgendwelche Spruchrollen kreieren. Los, les mal. Verstehe. Okay. Wie viel habe ich denn eigentlich alles an Magie? Bis 100 lernt. Ach, 86. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Lehrbuch der Magie. Gucken. So, Lehrbuch der Magie. Das ist etwas durcheinander hier noch. Borowski ist klar. Lehrbuch der Magie, da ist es. Verstehe. Auch schön viel magisches Wissen. Magisches Wissen, meine ich. Dann gibt es hier eine Truhe. Mal gucken, was haben wir denn hier so. Alles. Nee, doch. Schlacht um Varant. Römisch 2. Gucken, wo sich das Buch jetzt hier versteckt hat. Was? Nein. Weiter runter. Ein Buch. Der Doppelblock. Der Band 1. Anscheinend gibt es mehrere Bücher. Schlacht um Varant. Ist hier. Ganz zum Schluss. Okay, das gibt's auch wieder. Flavortext. Pausieren, durchlesen, falls Interesse ist. Ansonsten geht es weiter erstmal hier zu dieser Buchkommode. Auch wieder ein bisschen Magie. Verstehe. Schön. Und schauen wir mal, was wir mal hier. Haben wir hier noch was? Oder habe ich es noch nicht? Nee, habe ich nicht. Jetzt kommt die Truhe, aber bevor wir dann diese Truhe gehen, werden wir mal schön speichern. Und sie ist einfach zu öffnen. Da ist ein leeres Blatt drin. Oder noch mehr. 14 leere Blätter. Okay, an dieser Stelle, liebe Leute, liebe Kommentatoren, die ihr gerne etwas reinschreiben könnt und mir einen Daumen geben könnt, verabschiede ich mich nach dieser wirklich bekloppten Folge eigentlich. Ich sehe da den Schalter nicht. Okay, verabschiede mich und sage Tschüss.